Hervorragend. Funktioniert, wackelt, kriegt Luft. Ich bin begeistert. Hallo allerseits. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute kommt hier eine kleine Sonderausgabe von Netzsprech. Es geht um das, was uns an Entwicklungen und Trends und überhaupt an Neuen in 2020 erwartet, was das Internet im Allgemeinen angeht. Und was auch die sozialen Medien insbesondere angeht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Da es sehr viel ist, habe ich mir eine kleine, in Anführungsstrichen, Stichwortliste gemacht, auf die ich jetzt einfach mal umschalten werde. Und dann gehen wir beide mal, oder besser gesagt, ihr seid ja mehrere, gehen wir das Ganze mal Stück für Stück einfach mal durch, Schritt für Schritt, Punkt für Punkt, auf was du dich alles so vorbereiten kannst und vorbereiten solltest für 2020. Also los dann, auf geht's. So, Bildschirm freigeben. Und los geht's. Perfekt. So, jetzt seht ihr hier meine kleine, klitzekleine, in Anführungsstrichen, Stichwortliste. WordPress habe ich das mal eben kurz zwischendurch einmal in Stichworten festgehalten. Die drei größten Entwicklungen aus meiner Sicht, zum einen, dass die Browser und die Suchmaschinen immer mehr beeinflussen, immer stärker beeinflussen, auf welche Art und Weise wir die Welt erfahren und wir die Welt erleben. Dann ein zweiter großer Punkt, die Technik kommt immer mehr den Ungeduldigen entgegen. Drittens, Politik reagiert, setzt manchmal falsche Akzente, aber immerhin sie reagiert und das ist ja auch schon was. Dann geht es auch noch um das Thema Engagement. Und es geht definitiv auch um so ein paar Spezialitäten in den einzelnen Netzwerken. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Browser und Suchmaschinen beeinflussen noch stärker, wie wir die Welt erfahren und erleben. Das hat 2019 Fahrt aufgenommen, wird aber 2020 so richtig durchschlagen. Was meine ich? Also sie setzen, damit meine ich beides, sowohl die Browser als auch die Suchmaschinen auf Technik. Und zwar zum einen auf sehr schlagkräftige Technik, von der Macht her, von der Schnelligkeit her, vom Umfang her und zum zweiten auch auf selbstlernende Technik. Ich sage jetzt mal Stichwort KI, künstliche Intelligenz. Wer hätte gedacht, dass eine KI inzwischen in der Lage ist, Bücher so zu schreiben, dass sie nicht mehr von einem menschlichen Werk unterschieden werden können. Wer hätte gedacht, dass Mediziner auf KIs zurückgreifen, um Diagnosen vorweg schon mal zu sortieren? Wo ist die Wahrscheinlichkeit für Krebserkrankungen und Co. größer? Wo müssen wir noch weitere Untersuchungen anstreben? Wer hätte gedacht, dass KIs dazu dienen, um Naturschutz zu betreiben, um zum Beispiel die Schneeleoparden besser zu schützen? Wer hätte all das noch von irgendeiner künstlichen Intelligenz gedacht, sagen wir mal vor 5 oder 6 Jahren? Da war das alles Science Fiction, inzwischen ist es Realität, wie so vieles, was wir erstmal als Science Fiction in die Zukunft verschieben und von dem wir denken, naja, nette Fantasie, nette Spielchen. Aber die Realität hat uns schon lange eingeholt. KIs sind jetzt Alltag und sie werden forciert genutzt. Hängt auch damit zusammen, dass es eben auch unterschiedliche Blickwinkel darauf gibt, wie sollten wir mit sowas umgehen. Meiner Meinung nach sollten wir uns erstmal alle auf einen gewissen Standard, auf gewisse grundsätzliche Regeln einigen, international gesehen, sodass wir international wie auch in allen anderen Bereichen, sei es jetzt Wirtschaft, sei es Waffentechnologie, sei es Militär, sei es Krieg, wir haben zu allem Regeln gefunden. Und das ist auch nötig, dass wir gemeinsam Regeln definieren, ausformulieren. Und das Gleiche müssen wir auch dringend in Sachen künstlicher Intelligenz und auch bezüglich anderer Technologien einfach machen. Dass wir uns darüber Gedanken machen, das Ganze auch öffentlich diskutieren, nicht nur in kleinen Kreisen, Fachleute unter sich, sondern so verständlich diskutieren, dass jeder Mann und jede Frau es nachvollziehen kann, worum es überhaupt geht und was das für Auswirkungen hat.
Die Technik, die KIs vermitteln und auch andere Techniken setzen zum einen darauf, dass sie selber lernen, immer schlagkräftiger werden, immer genauer werden und zum anderen, dass sie einen menschlichen Touch bekommen. Das mag vielleicht auch der Tatsache geschuldet sein, dass wir in der Gesellschaft an sich nicht mehr viel mit unserer ursprünglichen Gemeinschaft so zu tun haben, wie wir das evolutionär gesehen vielleicht noch so vor 500, 600 Jahren hatten oder auch vor 200 Jahren, wo sehr viel Wert auf menschliche Beziehungen gesetzt wurde, die sehr eng waren. Heutzutage ist die Beziehung eher in die Richtung, dass man gemeinsame Ziele definiert, dass man gemeinsame Hobbys hat, dass man ja punktuell zusammenarbeitet und dann aber die Verbindung eher locker gestaltet. Und da scheint ein Punkt zu sein, der uns Menschen an sich fehlt und wo pfiffige Geschäftsleute einfach auch feststellen, ja, da ist eine Lücke und die können wir ja vielleicht durch unsere Technik bedienen und da ein gewisses Grundbedürfnis befriedigen, um dann eben wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Das sind vielleicht auch so ein paar Hintergründe, die damit reinspielen. Reine Spekulation meinerseits, aber es liegt aus meiner Sicht nahe, dass dem so ist. Es gibt die KIs, also die künstliche Intelligenz, die im Hintergrund arbeitet. Dann gibt es die Smart Speaker, die eben dann darauf programmiert werden, dass sie auf das gesprochene Wort reagieren und auch durch Worte, also auch akustisch, auch die Antworten liefern. Wir haben also da eine Entwicklung. Früher war es so, wir sind ins Internet gegangen und haben dann was eingetippt und haben die Ergebnisse dann gesehen als Text und als Bild, also visuell. Dann ging das los mit akustisch, dass wir Smart Speaker eingesetzt haben und jetzt weiter verstärkt einsetzen und dass wir sehr viel in Richtung Podcast gehen. Das ist ein Trend, der ja weltweit im Gange ist, insbesondere in Amerika schon, ich würde jetzt mal sagen, so 10, 15 Jahren stetig zunimmt und jetzt auch so seit 2, 3 Jahren auch in Deutschland angekommen ist und auch stärker wird. Und natürlich auch bei den Suchmaschinen entsprechend im Fokus ist. Dazu gleich mehr. Da kam also zum einen das Visuelle, danach kam die Akustik und wir wissen ja vielleicht auch noch so ein bisschen aus dem Biologieunterricht, was wir sehen ist gut, was wir hören geht schon gleich eher sofort ins Gedächtnis. Dann kommt der Geschmack und der Geruch. So weit sind wir noch nicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann kommt die Haptik, also etwas erfühlen können. Bei der Haptik sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. 3D, also VR, Brillen, virtuelle Realität und dementsprechend die Technik, die damit zusammenhängt und auch weitere Möglichkeiten von Suchmaschinen und Co. dazu beeinflussen, was wir zu sehen bekommen, wie wir es zu sehen bekommen, wie wir es erleben. Also das Gefühl, mittendrin zu sein, wird verstärkt. Das ist eine Tendenz von weit weg immer näher heran. Wie gesagt, das Nächste, was jetzt fehlt, sind tatsächlich Geschmack und Geruch. Eine Frage der Zeit, wird sicherlich auch noch eine Lösung erfunden werden. Ich rechne damit so in den nächsten 30, 40 Jahren, also vielleicht noch zu meinen Lebzeiten, wer weiß. Wieso hacke ich so auf den Punkt Suchmaschinen herum? Weil Suchmaschinen eine der größten Entwicklungen der letzten 10 Jahre durchgemacht haben. Und zwar in 2019. Da wurde jetzt die Saat gelegt und jetzt geht es richtig rund. Ab 2020 werden wir uns umschauen. Ich hatte ja schon mal Netzsprech gemacht zum Thema BERT. Das war ja das neue Google-Update in Richtung ja, Suchmaschinenauswertung, dass eben da auf eine bestimmte Art und Weise jetzt deine Suchanfrage umgewandelt wird, also auch die Pronomen betrachtet werden, nicht nur die einzelnen Worte und dann vielleicht was ganz anderes als Ergebnis ausgegeben wird, als du suchst, sondern dass die Maschinen inzwischen soweit sind zu erkennen, was genau du willst. Ich hatte damals das Beispiel gebracht mit Tannenzweige für Adventskränze finden.
dass es dann eben nicht um den Adventskranz und um das Basteln von Adventskränzen geht, sondern um Tannenzweige, die gefunden werden sollen. Und Suchmaschinen sind jetzt inzwischen soweit, diesen Zusammenhang zu erkennen. Was dahinter steckt, habe ich euch in dem anderen Netzsprech, Bird, kannst du mal nachsehen, habe ich euch da schon erklärt. Da will ich jetzt gar nicht mal so weit drauf eingehen, aber das ist eine Tendenz, die natürlich weiterführt. Ganz klar, wie immer, Mobile First, also die Technik geht ja weiter und dass jetzt Smartphones von der Technik her immer beliebter werden bei der Suchmaschinensuche, hat sich auch, glaube ich, rumgesprochen. Damit erzähle ich dir nichts Neues. Das wird sich auch weiterhin verstärken. Also der Trend geht immer mehr in Richtung, wir erledigen alles mit dem Handy anstatt am PC. Das ist der Trend, der irgendwo da ist. Also alle, die so, ich sage jetzt mal 25 und jünger sind, die fragen sich, warum soll ich das am PC machen? Ich kann es ja am Handy machen. So also meine Generation sagt eher, warum soll ich das am Handy machen? Ich kann es ja am PC machen. Naja gut, es ist Generationenwechsel einfach. Es ist aber so, wie es ist. Mobile First hat sich rumgesprochen, ist wichtig. Was sich jetzt neu ergibt, ist, dass jetzt zumindest Google damit anfängt, auch die Geschwindigkeit des Ladens deiner Webseiten anzugeben. Also Google verkündet demnächst nicht nur, Achtung, diese Webseite ist unsicher, falls du noch nicht auf SSL umgestellt haben solltest, oder hat unsichere Elemente oder ähnliches, sondern Google sagt jetzt auch, also diese Webseite, die lädt in der Regel immer sehr schnell oder diese Webseite, die lädt in der Regel immer sehr langsam, um 50% oder 60% langsamer als vergleichbare Webseiten. Das ist also so jetzt das nächste, was kommt und Nachtigall hörte Tropfen. Ich wäre jetzt wirklich nicht wirklich überrascht, wenn dann der nächste Schritt von Google wäre, dann eben Alternativen anzubieten. Diese Webseite, die braucht so lange zum Laden. Guck dir doch lieber das Ergebnis von der und der und der Webseite an. Die sind viel schneller. Ist ein Serviceangebot in Anführungsstrichen von Google, was Google mit Sicherheit bringen wird. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Die werden darauf hinarbeiten. Was macht Google sonst noch so? Warum immer Google? Google ist nun mal der große Platzhirsch bei den Suchmaschinen. Ich gehe aber auch noch auf die anderen Suchmaschinen gleich ein und auf die Unterschiede. Was Google auch forciert, sind Podcasts. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass der Trend in Deutschland angekommen ist. Es ist kein Trend mehr, es ist eine Entwicklung in Deutschland. Podcasts werden immer wichtiger. Und Google hat das entdeckt. Google macht es inzwischen auch so, dass Podcasts als gesonderter Auswurf in den Suchmaschinenergebnissen angezeigt werden. Du kennst das mit Sicherheit. Es gibt immer oben die Tabs mit Videos, mit Bildern. Und wenn du irgendeine Suchanfrage eingibst, das Erste, was dir angezeigt wird, sind die gekauften, gesponserten Anzeigen. Dann kommen Bilder, weil das Auge sieht ja mit. Und Videos, wenn Videos vorhanden sind, Videos, danach Bilder. Ja, und jetzt kannst du dich darauf einstellen, wenn ein Podcast zu beliebigem Thema X existiert, gibt es eben auch den Auswurf Podcast. Das wird forciert, insbesondere weil Google da auch eine eigene Mediathek zu aufbaut. Also, wenn du dich noch nicht mit dem Thema Podcast beschäftigt haben solltest, Hackengas, das ist der nächste Trend. Und vor allen Dingen ist es die nächste Entwicklung, was auch SEO-technisch zu tun ist. Alles, was mit SEO zu tun hat, ist inzwischen nicht nur auf das geschriebene Wort, sondern auch auf das gesprochene Wort ausgerichtet. Das wird einigen von euch vielleicht sehr schwer fallen. Gewöhnt es euch wirklich an, so zu sprechen und auch so zu schreiben, wie eure Besucher suchen würden. Wenn du in deinem Fach, und davon gehe ich mal aus, 1A der Experte oder die Expertin bist, sei es in deiner Selbstständigkeit oder falls du Pastor, Pastorin bist, super toll referieren kannst, welche feinen Unterschiede da nun existieren von der Liturgie her.
lass dich darüber aus, wenn du wirklich dann auch nur an Fachpersonen schreibst, dich nur an Fachpersonen richtest. Richtest du dich an Otto-Normalverbraucher? Dann formuliere so, wie andere suchen würden. Kleiner Tipp. Also da jetzt noch verstärkter als jemals zuvor darauf achten, denn es geht auch die Tendenz hin, dass man eben nicht nur im Smart Speaker hineinspricht und sagt, Alexa oder was auch immer, suche mir das und das heraus, sondern dass man das Ganze auch am PC macht und am sonstigen Smartphone über irgendwelche Browser, dass die Eingabe in Zukunft nicht mehr manuell per Tippen erfolgt, sondern per Sprachbefehl und wir sprechen anders, als wir schreiben. Das ist in der Regel so. Wir sprechen natürlicher, als wir schreiben. Da ist also ein großer Schnitt. Was noch? Google legt inzwischen verstärkt Wert darauf, sofort Ergebnisse für die Suchanfragen, Antworten sofort direkt selbst zu liefern. Das führt zu sogenannten Zero-Click-Anzeigen. Das bedeutet, du hast alles richtig gemacht für deine Webseite, du hast die SEO optimiert, Suchmaschinen optimiert, alles prima, alles klar, super, perfekt, auch schön strukturiert. Also jeder, der auf die Webseite kommt, sieht auf Anhieb, okay, darum geht es hier in diesem Artikel, der Punkt interessiert mich, ich scroll mal runter und so weiter. Klasse. Das Problem ist, Google nimmt sich das und wenn da schon die Antworten direkt drin sind, dann zeigt Google nur dein Snippet an. Also nur diesen kleinen Ausschnitt, den du für die Suchmaschinen optimiert hast. Und wenn jemand eine bestimmte Antwort sucht und eine Frage im Internet stellt und sieht die Antwort sofort so auf dem Bildschirm von der Suchmaschine ausgeliefert, dann musst du dich schon sehr, sehr für das Thema interessieren, um dann noch zu vertiefen und ins Detail zu gehen. Viele werden mit der ersten Ansicht, die sie da haben, mit den ersten Antworten, die Google ihnen da liefert, sofort auf dem ersten Bildschirm schon zufrieden sein. Das kann für viele Webseiten ein echtes Problem sein. Es kann aber auch eine großartige Chance sein, wenn du darauf achtest, wie genau du diese Snippets aufbaust, in die Snippets schon Antworten einbaust, aber eben in diesen Snippet-Antworten gleich andeutest, dass ja noch so viel mehr in dem Artikel an weiterführenden, noch wichtigeren Informationen zu finden ist. Darauf also auch achten, das wird 2020 immer wichtiger, dass da mitgearbeitet wird. Suchmaschinen an sich sind eventuell in Zukunft auch ein Problem, was Internetsicherheit angeht und auch was Internetfreiheit angeht. Du hast vielleicht den einen oder anderen Werbespot gesehen von der Firma Apple. Apple macht jetzt momentan sehr stark Werbung damit, dass Apple sich für Privatsphäre einsetzt und für die Sicherheit deiner Daten, wenn du ein Apple-Gerät besitzt. Das Problem an der Sache ist, dass hier der Schutz der Daten gekoppelt ist an das eigene Unternehmen. Und damit auch im Grunde genommen Apple als Torwächter fungiert und sagt, was ist sicher, was ist unsicher, was darf gezeigt werden, was darf nicht gezeigt werden, welche Werbung sieht der Benutzer meiner Endgeräte. Das wird umso stärker dann gelenkt. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir sowas in der Art schon mal hatten. Damals musste die EU per Gesetz dagegen vorgehen. Ich spreche von Microsoft. Damals war es üblich, dass Microsoft automatisch bei der Installation des Betriebssystems Internet Explorer als Browser vorinstalliert hatte. Die EU musste einschreiten und musste per Gesetz regeln, dass das eben nicht mehr vorkam, sondern dass
die freie Browserwahl vorliegt, dass jeder von Anfang an sich entscheiden muss, mit welchem Browser will ich denn in diesem Betriebssystem arbeiten. Soll es der Internet Explorer oder inzwischen der Edge sein oder will ich mit einem anderen Browser hauptsächlich arbeiten? Diese Entscheidung wurde dir ja vorher abgenommen. Die EU hat dafür gesorgt, dass du diese Entscheidung treffen musst, also nicht mehr ganz so bequem lebst, es nicht mehr vorgekaut, ausgespuckt, runterwürgen darfst, sondern dir selber Gedanken machen musst. Und so in der Art wird es hoffentlich auch bei den Browsern sein. Inzwischen haben wir ja die Tendenz, nicht von ungefähr, dass jede große Internetfirma auch möglichst einen eigenen Browser hat und möglichst auch eigene Suchmaschinen. Das ist ja noch ein Unterschied. Wieso ist das eigentlich so? Ja, es kommt nicht von ungefähr. Was sind eigentlich Browser? Browser sind nichts anderes als kleine Programme. Das ist ein Stückchen Software und dieses Stückchen Software sorgt dafür, dass du über dieses Stückchen Software Zugriff hast auf unterschiedliche Webseiten per Hyperlink. Es ist also so eine Art Knotenpunkt im Internet. Jeder Browser ist ein eigener Knotenpunkt und entscheidet eben selbst darüber, welche Seiten zum Knotenpunkt überhaupt zugelassen werden. Also ist da ein Filter, ein Herstellerfilter mit drin. Und da arbeitet jeder Knoten mit anderen Prämissen, mit anderen Algorithmen, mit anderen Intentionen. Warum das so wichtig ist, dass du das im Hinterkopf behältst, insbesondere auch in 2020, kleines Beispiel. Internet Explorer sagt dir ja was. Ich glaube nicht, dass dir der Netscape von Mosaic noch was sagt. Das war die ursprüngliche Firma, die die ersten Browser mitentwickelt hatte. Und die haben dann auch den Internet Explorer für Microsoft erstellt. Und dann kam es zum Browserkrieg. Internet Explorer ist einer der recht verbreiteten Browsersysteme inzwischen. Netscape hat sich verabschiedet, aber aus Netscape heraus entwickelt hat sich Mozilla Firefox. Mozilla und Mozilla Firefox später. Mit zwei völlig unterschiedlichen Intentionen. Internet Explorer wirtschaftlich ausgerichtet, Mozilla Firefox mehr ideologisch ausgerichtet. Also frage dich immer bei den Browsern, was ist die Intention dahinter? Und ich sage, an Wirtschaft ist überhaupt nichts verkehrt. Im Gegenteil, wunderbar, was wären wir ohne die Wirtschaft? Aber behalte es im Hinterkopf, wenn du solche Sachen nutzt. Es ist also nicht von ungefähr, warum alle großen Internetfirmen sowohl eigene Browser als auch eigene Suchmaschinen haben. Das ist einfach auch ein Stück Marktmacht. Die Macht darüber, welche Webseiten angezeigt werden und auf welche Webseiten du leicht zugreifen kannst und wo du richtig lange suchen musst. Das ist also nicht von ungefähr. Was noch? Die Intention habe ich schon erwähnt. Frag dich, was ist die Intention? Und frag dich auch, nimmst du die mitgelieferte Suchmaschinenlösung an oder setzt du auf eine andere Suchmaschinenlösung? Google Chrome ist die Suchmaschine. Google Chrome ist der Browser. Falsch rum. Google Chrome ist der Browser. Google ist die Suchmaschine. Beides hängt zusammen. Das sind die beiden. Google hat sowieso eine enorme Marktmacht. Wenn du also auf Chrome setzt, nutzt du eben auch diese Marktmacht und bist eben auch in dieser Marktmacht eingebunden. Wenn du dann zusätzlich noch die Suchmaschinen nutzt, verdoppelt sich dieser Effekt oder vermehrt sich noch stärker. Einfach im Hinterkopf behalten, dass dir da bestimmte Dinge eher gezeigt werden als andere. Ich persönlich
arbeite mit vier Browsern. Ich arbeite grundsätzlich mit Mozilla Firefox und ich arbeite mit dem kleinen, noch im Aufbau sich befindenden, kleineren Browser Vivaldi. Das sind so zwei sehr, sehr auf Datenschutz bedachte Browser, die ich deswegen auch sehr schätze. Aber mein absoluter Lieblingsbrowser ist definitiv Mozilla Firefox. Die haben auch so eine Torwächterfunktion. Die gucken auch, was ich gucken darf, was ich nicht gucken darf. Aber da geht es dann mehr so in Richtung: Achtung, bist du dir sicher, dass du das ansehen willst? Die Seite ist unsicher. Oder Achtung, willst du dir das wirklich antun? Weil hier ist irgendwas vielleicht auch verkehrt. Das ist mir lieber als wirtschaftliche Interessen. Was ich dann nutze, sind Chrome und Edge. Mache ich auch beides. Ich nutze bei mir immer mehrere Browser auf jedem Endgerät und das sind dann so meine beiden Zusatzbrowser, die ich zusätzlich nutze. Und bei den Suchmaschinen empfehle ich dir einmal die Suchmaschine DuckDuckGo, ist unabhängig von den eben gerade genannten Browsern und setzt auch verstärkt auf den Punkt Datenschutz. Und ich empfehle dir außerdem die Suchmaschine Ecosia. Ecosia setzt auch auf Datenschutz und zusätzlich wird bei jeder Datenanfrage, die du stellst, durch jede Datenanfrage, durch jede Suchanfrage, die du stellst, irgendwo auf der Welt ein Baum gepflanzt. Das finde ich ganz witzig. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde jetzt also Ecosia als Suchmaschine hauptsächlich nutzen. Ich habe jetzt bei mir alle meine Browser inzwischen schon umgestellt oder nicht alle, ich habe zwei, also meine Hauptbrowser, sprich also Mozilla Firefox habe ich umgestellt und auch Vivaldi habe ich umgestellt auf Ecosia, dass da eben die Suchmaschine Ecosia als Hauptsuchmaschine hinterlegt ist. Habe ich jetzt vor, wann habe ich angefangen? Vor einer Woche. 122 Bäume habe ich bereits pflanzen lassen dadurch. Finde ich gut, kostet mich kein Geld, kostet mich keine große Mühe, kostet mich keine Anstrengung. Ich kriege die gleichen guten Suchergebnisse, die ich vorher auch bekommen habe. Und wenn ich mal wirklich irgendwas nicht finden sollte, partout nicht finden sollte, habe ich ja noch andere Suchmaschinen zur Auswahl. Aber bisher bin ich mit Ecosia sehr glücklich. Kann ich also auch empfehlen. Wird geschrieben hier EC, ups, Ecosia. Warte mal, ich muss das hier mal hochfahren. So, Ecosia. Ja, und dann nutze ich natürlich auch noch Google und ich nutze auch noch Bing. Das mache ich auch noch so zusätzlich. Wobei mir da auch ein Trend aufgefallen ist. Es geht ja in Richtung Datenschutz immer mehr und es geht auch um die Frage, wer darf verfolgen mit Cookies. Und vorbildlich geregelt hat es aus meiner Sicht Mozilla. Wen ich auch noch ganz gut finde, ist Bing, in Anführungsstrichen. Die geben mir zumindest eine genaue Übersicht darüber, wer mich gerade verfolgen will mit seinen Werbetrackies, mit seinen ganzen Cookies, und gibt mir die Möglichkeit, das entweder zentral auszuschalten oder aber einzeln auszuschalten. Es ist Wahnsinn, wer da alle Cookies setzen will. Heftig. Ich sage nur einfach heftig. Aber bei Bing ist mir jetzt auch aufgefallen, es gibt bestimmte Seiten, wenn ich die öffne, erscheint diese Warnung gar nicht mehr. Da gibt es anscheinend keine Cookie-Setzung mehr, aber innerhalb dieser Texte sind mehr Affiliate-Links mit eingebaut, also Bonusprogramme. Das heißt, da werden irgendwelche Produkte beworben, direkt beworben. Und wenn ich dann da drauf klicke und mir das Ganze ansehe, da eventuell was kaufe, bekommt dann eben Bing das Geld. Also die bauen sich jetzt hier verstärkt ein zweites Standbein auf, aus meiner Sicht, dass es eben weggeht von dem Werbebereich und hingeht in Richtung Partner- und Affiliate-Links. Eine interessante Entwicklung, die meiner Meinung nach auch bei den anderen Suchmaschinen durchschlagen wird, da eben durch DSGVO und durch E-Privacy, was ja demnächst droht, noch nicht 2020, Gott sei Dank, aber 2021 definitiv umgesetzt werden wird. Da ist das normal und da wird die Werbebranche wird einkrachen ohne Ende. Da werden also Marketer in Schwarz und in Trauer durch die Gegend laufen, da sehr viele Geschäftsmodelle schlicht und ergreifend nicht mehr funktionieren werden.
Also, das dazu zum Thema mit den Suchmaschinen. Das nächste ist, Technik kommt immer mehr den Ungeduldigen entgegen. Was meine ich damit? Ja, Hauptsache es funktioniert. Warum und wieso ist eigentlich gleichgültig. Also ich stamme nur so aus einer Generation, uns wurde das von der Pike auf beigebracht. Also ich weiß noch, was das Eva-Prinzip ist, also Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ich weiß noch, wie eine Platine aussieht. Ich habe mir die Sachen alle mal angesehen. Ich habe auch mal eine Maus und eine Tastatur auseinandergebaut und kann beschreiben, wie das alles ausschaut. Und habe auch schon mal, wenn auch nicht selber auseinandergebaut, aber zumindest schon mal einen auseinandergebauten Computer gesehen und mir die einzelnen Komponenten in die Hand genommen. Einfach um zu verstehen, okay, das ist die Hardware, so funktioniert die. Und ich habe mich auch mit der Software auseinandergesetzt. Wie funktioniert das und warum? Ich stamme noch so aus der Zeit, da haben wir dann tatsächlich so Befehle in unseren PC eingetippt. Da war noch nichts von wegen mit der Maus irgendwie von A nach B rüber und mit auf irgendwelche Grafiken klicken und dann passiert was. Nein, wir mussten Befehle eingeben, wenn wir irgendwas erreichen wollten. Das hat ein gewisses Verständnis mit sich gebracht. Also wenn ich in diese Zelle das eingebe und in eine zweite Zelle das eingebe und dazwischen einmal setze, passiert Folgendes im Hintergrund. Das kann ich erklären und dadurch kann ich es besser verstehen. Und wenn ich etwas verstehe, kann ich besser damit umgehen und stehe dann hinterher nicht mit einem Fragezeichen über dem Kopf, wenn irgendwas schief geht, sondern ich kann den Sachen dann auf den Grund gehen. Und das verschwindet. Leider. Also es gibt die große Tendenz, die große Entwicklung, dass weg vom Verständnis und hin zum einfachen Bedienen, dass es da immer mehr hingeht. Es muss nicht unbedingt nur jetzt im PC-Bereich sein. Es geht auch in ganz vielen anderen Bereichen. Es ist, früher war es irgendwie so, es ist Auto, sage ich jetzt einfach mal. Die Mehrheit von uns, die Auto fahren oder Führerschein haben, uns wurde noch irgendwie so beigebracht, so machst du das mit dem Ölwechsel und so machst du das, wenn du Zündkerzen beispielsweise wechseln musst. Es ist, oder wie machst du das mit einem Keilriemen zur Not? Oder wie kriegst du das Auto auf? Oder woran merkst du, dass der Auspuff gewechselt werden muss? Oder ähnliche Dinge. Das hat man noch mitgekriegt irgendwo. Heutzutage würdest du ein echtes Problem haben, wenn du da irgendwas innerhalb deines Motorraums selber reparieren möchtest. Es geht also weg vom selber machen können hin zum benutze es einfach. Versuch bloß nicht irgendwas zu verstehen. Benutze es einfach. Das ist auch leider nicht neu. Das kam auch meiner Ansicht nach durch Microsoft. Da ist Microsoft einer der Mitverursacher durch die erwähnte Grafikoberfläche, durch die Forcierung des Stadtbefehle gehen wir auf die Grafikoberfläche. Microsoft hat das stark forciert. Apple, klar, Vorreiter, logisch, aber Microsoft hat es wirklich forciert. Und Microsoft hat auch immer mehr so das Handling von der Technik, von der Software weggenommen. Ich weiß noch, wie ich geflucht habe, als es dann losging mit Windows-Versionen, wo ich dann nicht mehr in die Befehle reinkam und wo ich dann nicht mehr bestimmte Punkte einfach manuell nochmal ändern konnte. Es ist lang ist's her, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, als Angestellte, dass da Vorgesetzte und auch unsere Geschäftsführung mal das ein oder andere PC-Problem hatte, Bedienerfehler, und ich das Ganze dann manuell zurücksetzen konnte, weil ich wusste, wo in der Codierung ich welche Befehle ansprechen konnte. Das hat sich geändert. In diesen Bereich kommt man als normalen Nutzer gar nicht mehr. Also da muss man schon richtig tief graben und wirklich lange Zeit für aufwenden. Es ist also auch gewollt von der Wirtschaft her, dass der Nutzer bitte nicht versteht, was er da tut, auch bitte nicht irgendwie hinterfragt, was er da tut, sondern den ganzen Kram bitte einfach nutzt. Und bitte nicht dran rumfummeln, nutzen. Ja,
Das führt zu einer gewissen Oberflächlichkeit, meiner Meinung nach. Also die Frage ist, was war jetzt zuerst da, das Huhn oder der Ei oder das Ei? Also die resistente Technik, die anwenderresistente Technik, die wir wollen unseren Support nicht ständig von irgendwelchen doofen Anwendern belasten lassen, die einfach zu doof sind, mit einer Maus umzugehen. Deswegen verbieten wir ganz viele Zugriffe. Die sollen das einfach nur benutzen und gut ist, die sollen das gar nicht verstehen. Oder was war zuerst der Mensch da, der oberflächlich gesagt hat, was interessiert mich das alles? Mich interessiert nicht, wie mein Auto funktioniert, Hauptsache ich fahre da drin. Und mich interessiert auch nicht, wie so ein Computer funktioniert, Hauptsache ich kann ihn benutzen. Ich weiß es nicht. Aber mein einschneidendes Erlebnis war tatsächlich, dass ich bei Microsoft vor der Betriebssoftware saß und dann gedacht habe, verdammter Mist, durch dieses Update, wo sind jetzt die Befehle hin? Ich komme da nicht mehr ran, ich kann da nicht mal eben schnell was zurücksetzen, was mein Vorgesetzter zum 95. Mal falsch gemacht hat. Und ja, das war für mich war es ärgerlich. Denn die Fehler sind weiterhin passiert. Ich kam bloß nicht mehr ran und konnte es nicht mehr selber lösen. Ich musste dann tatsächlich einen externen Techniker holen. Das waren also so Entwicklungen, die mir persönlich gegen den Strich gingen, die mir aber sehr im Gedächtnis geblieben sind. Daher vermute ich, dass es tatsächlich von der Wirtschaft ausging eher, so nach dem Motto, unsere Nutzer sind der Technik nicht gewachsen. Daher möchten wir, dass unsere Nutzer die Technik nur noch nutzen und nicht mehr verstehen müssen. Das finde ich sehr schlimm, ehrlich gesagt. Ich find's tragisch. Es gibt aber auch Gegenbewegungen. Also positive Beispiele auch nochmal hier im Browserbereich definitiv Mozilla und Vivaldi, weil die auf Mitbestimmung und auf Transparenz setzen. Da wird also sehr viel im Dialog gearbeitet. Desgleichen auch bei DuckDuckGo und bei Ecosia. Da wird auch transparent gearbeitet, da wird im Dialog gearbeitet. Also das finde ich sehr schön. Da wird also der Anwender, die Anwenderin nicht außen vor gelassen, sondern mit ins Boot geholt und man spricht miteinander. Also man setzt das Ganze nicht vor, friss oder stirb, sondern man arbeitet mit den Anwendern zusammen. Soll möglich sein. Was ich auch ein tolles Beispiel finde, ist WordPress. Und zwar insbesondere jetzt WordPress Gutenberg. Die haben aus dem Problem eine Tugend gemacht. Die haben sich gesagt, okay, wir wollen, dass jeder die Technik nutzt und die Technik zur Verfügung hat, um selber Webseiten zu erstellen und eben nicht mehr auf irgendwelche Fachleute irgendwie angewiesen ist. Dann hat man festgestellt, ja, aber dadurch entstehen bestimmte Probleme. Dadurch entstehen Anfälligkeiten für das komplette System WordPress, für die Biosphäre von WordPress. Denn wenn ein Fehler irgendwo bei A existiert und A nichts dagegen tut, weil er gar nicht weiß, dass das Problem existiert, kann sich dieses Problem verbreiten. Was also tun? Zwei Lösungen gefunden. Erste Lösung, Kommunikation. Jetzt mit einem der letzten Updates beispielsweise hat WordPress Gutenberg eine neue Funktion, die Website-Gesundheit. Mit der Website-Gesundheit findest du unter Werkzeuge, wenn du also selber jetzt WordPress hast und in dem Punkt Werkzeuge im Dashboard gehst, hast du jetzt die Möglichkeit zu sehen, Website-Gesundheit. Und da wird dir nicht nur gesagt, wie es um deine Webseite steht, sondern es wird dir auch gesagt, was du zur Lösung von eventuell bestehenden Problemen tun kannst. Dir werden also Lösungen vorgeschlagen. Das heißt, du wirst nicht irgendwie damit konfrontiert, alles Käse, mach jetzt das und das und das, sondern dir wird gesagt, was genau ist los? Woran liegt es? Und wie können Änderungen aussehen und warum? Es gibt dann immer noch Links zu weiterführenden Informationen. Es geht also wieder darin, in die Richtung, dass man den Nutzer, den Endverbraucher an die Hand nimmt und sagt, du hier, wenn du möchtest, zeige ich dir auch, worum es geht. Die Wahl liegt dann beim Nutzer, aber du wirst da so ein bisschen hingeschoben in diese Richtung. Beschäftige dich mit dem, was du da tust. Das gleiche auch jetzt mit Gutenberg, mit der kompletten Bloggestaltung. Es geht
immer mehr in die Richtung, dass tatsächlich der Endverbraucher die komplette Seite nicht nur inhaltlich, also im inneren Bereich, vom Content her sehr leicht beeinflussen kann, sondern auch von der Oberfläche her, also komplett von oben nach unten in Blöcken aufbauen kann. Also demnächst möglicherweise noch weniger in irgendeiner Form auf Techniker man zurückgreifen müsste. Und WordPress ist dadurch zu einer ganz großen Konkurrenz geworden zu den ganzen Baukastensystemen, die so existieren. Also ich denke, die Platzhirsche vor Ort werden auch weiterhin noch gut bedient werden, aber andere Baukastensysteme, die von großen Telekommunikationsunternehmen zusätzlich mit angeboten werden oder von Hosting-Anbietern, Eigenlösungen, die zusätzlich mit angeboten werden, die werden sich auf Dauer nicht mehr halten können, da WordPress jetzt inzwischen dermaßen einfach ist, dass wirklich jeder es nutzen kann und gleichzeitig ein Grundverständnis von der Technik miterhält, von dem, was er oder sie da eigentlich gerade tut und warum, was daran wichtig ist und welche Einflussnahme du nehmen kannst. Also welchen Einfluss du nehmen kannst, was kannst du beeinflussen und wieso und was hat das für Auswirkungen auf andere. Also tatsächlich so dieses, die Kraft des Internets für den Einzelnen nutzbar zu machen. Also da ist WordPress und insbesondere Gutenberg ein ganz, ganz tolles, positives Beispiel für. Ich bin begeistert, du merkst es. Ich kann das nur empfehlen. Was noch? Der nächste Punkt, Reaktion der Politik. Also, wir haben ja nun in Richtung DSGVO, ich sage jetzt mal, die Richtung ist richtig, die Intention ist komplett richtig und die Erfolge sind auch toll. Ist klasse, dass wir jetzt alle uns mehr mit Datenschutz beschäftigen. Finde ich super, dass da jetzt auch Leute darauf achten müssen, denen das am allerwertesten vorbeiging bisher. Finde ich echt super. Das Problem ist aus meiner Sicht zum ersten der Akzent gewesen, dass es eben nicht eine Sache war zwischen Politik und den Herstellern, den Entwicklern, sondern dass die Politik sich nicht in Richtung Groß, sondern in Richtung Zwischenebene gerichtet hat. Also an Leute wie dich und mich, also an uns Zwischenebenen, die wir dann Gewerbetreibende sind, die wir selbstständig sind, die wir einen Verein haben, wo deren, die wir eine Gemeindewebseite pflegen oder was auch immer. Irgendwo waren wir jetzt, sind wir jetzt in der Pflicht. Also wir sind jetzt diejenigen, ich entschuldige bitte den Ausdruck, aber wir haben jetzt die Arschkarte. Denn wir sind diejenigen, die in die Pflicht genommen werden, was ich auch in Ordnung finde, aber nicht gerade an erster Stelle. Denn wir sind ausgeliefert. Also wir gehören nicht zu denjenigen, die irgendwo großen Einfluss nehmen können. Die Politik dachte sich, ja, lass es mal den Markt richten. Wenn die Zwischenhändler als Multiplikatoren da Druck machen, dann werden die Hersteller sich schon bewegen. In Einzelfällen ist das auch gelungen. Es gibt auch schon die ein oder andere Bewegung in Richtung Besserung vom Datenschutz. Also schon gut. Aber warum das alles auf unserem Rücken ausgetragen werden musste, warum nicht einfach die Hersteller direkt in die Pflicht genommen werden, warum nicht einfach die ganz großen Internetgiganten eine Ansage bekommen haben, liebes Google, liebe Leute von Apple und von Microsoft und von Twitter und Facebook und hast du nicht gesehen, ab Datum X ist Folgendes zu beachten und ihr habt folgende Sachen einzupflegen und alle, die für euch Plugins entwickeln, haben das auch zu machen. Warum das auf unserem Rücken ausgetragen werden muss, es konnte mir bis jetzt noch keiner erklären und das wird mir auch keiner erklären können. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen Feigheit vor dem Feinde gewesen, denn da ist der Ansatz aus meiner Sicht völlig verkehrt. Also irgendwo sind da Leute wie du und ich so in die Zwangslage hineingekommen. Ja, gut. Egal.
Die meisten von euch haben sich jetzt intensiv bereits mit DSGVO beschäftigt und ich hoffe mal in deinem Sinne, dass du das meiste, allermeiste mindestens, wenn nicht schon alles umgesetzt hast. Ich wünsche es dir von Herzen. Das nächste, was jetzt kommt, ist ja die E-Privacy und da geht es wieder in die gleiche Richtung. Also ich erlebe es, ich kenne viele, die genau wie ich, sich wirklich bemühen, DSGVO umzusetzen, die auch vorher Datenschutz nicht auf die leichte Schulter genommen haben. Aber ich kenne auch Gegenbeispiele, insbesondere so im Marketerbereich, im Bereich Vertriebler, Vertriebler-Gurus, wo ich dann sage, Holter. Also das sind Sachen, die ich mir im Leben nicht erlauben würde. Da wird also getrackt, da wird mit Cookies gearbeitet ohne Ende, da sind zig Software-Versionen aus Drittstaaten eingebunden, die laut E-Privacy-Child nicht im Child, im US-Child, Privacy-Child sind. Und die nehmen das trotzdem weiter und die kümmern sich einen feuchten Käse um irgendwelche DSGVO-Verordnungen und um irgendwelche Gesetze, die die EU irgendwie gemacht hat. Egal, ob sie jetzt selber auch im Ausland oder innerhalb der EU irgendwo tätig sind oder arbeiten, denen ist das wurscht. Die machen weiter wie bisher. Und andere, die sich wirklich bemühen, haben irgendwie das Gefühl, sie machen und sie tun und sehen aber andere, die sich nicht drum kümmern und die weiterhin auf ihrer normalen Welle fortschwimmen. Also ich befürchte, das wird auch bei E-Privacy genau das Gleiche sein, wird wieder in die gleiche Richtung gehen. Es wird wieder darum gehen, dass wir, die wir in der Mitte sind, also zwischen Herstellern und Politik und Endverbrauchern irgendwo in der Mitte, in der Zitronenpresse, dass wir wieder in die Komplettpflicht genommen werden und wieder nicht die Möglichkeit haben zu sagen, der hat das bereits umgesetzt, den nehmen wir, weil der hat das umgesetzt, weil Politik ihn gezwungen hat, es umzusetzen. Nein, sondern wir machen Druck in Anführungsstrichen durch Marktbewegung. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe im Zuge der DSGVO sehr viel Arbeit gehabt. Also ich hatte schon das Gefühl, ich war soweit auf der sicheren Seite und hatte auch Vertrauen zu einigen Anbietern und habe dann festgestellt, ja toll, die versichern das alle super selber und ich glaube denen das auch, aber die sind nicht im Privacy Child. Ja, klasse. Also Wechselbäumchen. Also es war extrem viel Arbeit und E-Privacy wird nochmal viel mehr Arbeit geben. Der Unterschied zwischen DSGVO und E-Privacy ist folgender, einfach nochmal zum Verständnis. Beides sind Verordnungen, das heißt, sobald sie in Kraft getreten sind, DSGVO ist das bereits der Fall, sind sie voll wirksam, keine Übergangsfrist. Das heißt, ab Tag X, sobald die EU sich dann dazu durchgerungen hat, alle Änderungen durch sind und dann gesagt wird, jo, die Privacy-Verordnung ist ab sofort in Kraft, heißt das, ab einer Minute später bist du in der Pflicht, sie komplett umgesetzt zu haben. Du erinnerst dich bestimmt an sehr viele schlaflose Nächte in Sachen DSGVO. Das war erst der Anfang. Die E-Privacy-Verordnung ist im Grunde genommen noch so das Sahnehäubchen, was noch oben drauf gekleckst wird. Da geht es dann nochmal in eine andere Richtung. Bei der DSGVO ging es um die Daten, die bereits vorhanden sind. Das war der Schwerpunkt. Und bei der E-Privacy-Verordnung geht es hauptsächlich um den Schwerpunkt, wie mit Daten, ja, wie man an Daten kommt. Also ein Punkt, den hoffentlich möglichst alle von euch schon umgesetzt haben, wird der Punkt sein, wie mache ich das mit der Einwilligung der Cookie-Setzung? Ich sage, es gibt da verschiedene Plugins. Also bei WordPress gibt es definitiv eine Lösung, die ich euch empfehlen kann, die ich selber nutze. Das ist Borlab Cookie. Das benutze ich und bin begeistert, dass ich es habe. Bin dankbar, dass ich es habe. Das erleichtert mir wirklich das Leben. Bei anderen Systemen weiß ich nicht, setzt euch bitte mit euren entsprechenden Herstellern in Verbindung. Ihr habt jetzt noch dieses nächste Jahr, 2020, um alles vorzubereiten. Wie gesagt, sobald das Gesetz, die Verordnung, E-Privacy-Verordnung in Kraft gesetzt wird, ist sie voll gültig. Ihr habt jetzt noch ein zusätzliches Jahr. War eigentlich die Rede davon, dass 2020 das Ganze schon in Kraft tritt, aber
Es gab innerhalb des EU-Parlaments jetzt noch Unstimmigkeiten aufgrund bestimmter Formulierungen. Der zwischendurch eingebrachte Vorschlag des aus Finnland war dann auch nicht allen recht. Das heißt, das Ganze wird noch weiter diskutiert. Dadurch verzögert sich alles und in dem Fall sei jetzt wirklich Gott sei Dank, dass das Thema so ist. Also ihr habt jetzt noch alle, genau wie ich, noch ein Jahr Zeit, um alles komplett umzusetzen. Und das ist eine Menge, was da noch umzusetzen ist. Also das, das mit den Cookies ist leicht zu machen. Das ist, dann gibt es noch eine Löschfrist zum Beispiel, dass bestimmte, also dass das Recht auf Vergessen, das ist ja jetzt schon DSGVO-mäßig auch schon mit drin. Es ist aber dann so, dass spätestens alle 6 Monate immer noch mal eine neue Einwilligung eingeholt werden muss, ob die Daten behalten werden sollen. Und beispielsweise hast du im Moment die Möglichkeit, wenn du jemanden einen Artikel verkauft hast, eine Dienstleistung verkauft hast, dass du dann zu diesem Artikel inhaltlich gleichbezogene Werbung hinterher schicken darfst. Also Beispiel, jemand kauft bei dir Schuhe, Turnschuhe. Dann darfst du ihm die neuesten Modelle vom gleichen Turnschuhanbieter zusätzlich anbieten. Also Werbung nochmal zuschicken nach dem Motto, du hast dir hier die von Firma X gekauft, die gibt es jetzt in einer neuen Farbe mit einem neuen Design, findest du die nicht auch toll? Wäre doch vielleicht auch was für dich. Das hat sich dann auch erledigt. Das war bisher abgedeckt. Das wird mit der E-Privacy-Verordnung eingestampft, nach jetzigem Stand der Dinge. Vielleicht ändert sich das noch, aber nach jetzigem Stand der Dinge wird das nicht mehr möglich sein nach der Inkraftsetzung der E-Privacy-Ordnung. Da musst du also auch die Möglichkeit geben, dass jederzeit dein, also du darfst zwar initial es wohl, so ist die momentane Formulierung, es weiterhin machen, aber du musst zusätzlich die Möglichkeit bieten, dass jederzeit das Ganze beendet wird. Dass also deine Kundin, dein Kunde jederzeit sagen darf, ist ja ganz nett, aber was interessieren mich die Turnschuhe? Ich will keine Turnschuhwerbung mehr von dir bekommen. Ich will gar keine Werbung mehr von dir bekommen. Schreib mich nie wieder an. Also auch keine sonstigen Sachen. Vielleicht, was dann wohl nur noch möglich sein wird, werden die Systembenachrichtigungen sein. Also nach dem Motto, unser Shop wurde gehackt. Also das dürftest du dann, bist du dann auch zu verpflichtet weiterzugeben. Aber ansonsten wird es weiter eingeschränkt. Ganz, ganz viel wird eingeschränkt. Ich finde es zum großen Teil positiv. Das meiste ist eh schon durch die DSGVO umgesetzt für 99,9% von euch. Aber es wird eben trotzdem nochmal ein Akt werden. Das nächste Jahr 2020 wird unter E-Privacy stehen, dass du wirklich jeden einzelnen Schritt innerhalb deines Unternehmens und innerhalb deiner Gemeinde, innerhalb der Kommunikation nochmal unter die Lupe nimmst. Insbesondere unter dem Stichwort mit Kommunikation und unter dem Stichwort mit Datenerlangung. Also da nochmal ganz, ganz explizit nochmal drauf gucken. Und eben auch dafür sorgen, dass wenn ein Löschwunsch dich erreicht, dass du dann eben nicht nur den aktiven Bestand durchforstest und löscht, sondern auch die Backups entsprechend mit berücksichtigt werden. Das alles sind solche Sachen. Auch was ich auch spannend finde, ist in der E-Privacy beispielsweise, dass keiner mehr von extern Zugriff nehmen darf, dass es keine Sicherheitslücken mehr geben darf, kein externer Zugriff mehr geben darf. Alles verhindert werden muss, was extern Zugriff ist, auch was Daten angeht in der Cloud. Jetzt wirst du sagen, ja, logisch, ich will ja sowieso nicht, dass irgendein Dritter irgendwie auf Daten meiner Kunden oder auf meine eigenen Betriebsdaten zugreift. Ja, das ist richtig. Wir achten da ja auch alle drauf und wir gehen ja in die entsprechenden Techniken sowieso schon. Das wird aber von der Haftbarkeit her wird's verschoben. Das heißt, dann wird nicht nur der Anbieter der Cloud derjenige sein, der den Nackenschlag kriegt, sondern du als derjenige, der die Cloud genutzt hat, um Daten zu speichern, wird ebenfalls mindestens in der gleichen Weise in der Haftung sein. Also zumindest ist das die momentane Deutung. Also da wird noch einiges auf uns zukommen.
die verschiedenen Wirtschaftsverbände sind dabei, da sich stark einzusetzen, dass da noch das eine oder andere abgefedert wird. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausschaut. Meine Empfehlung an dich, bereite dich auf den schärfsten, auf die schärfste Version vor. Sieh dir am besten jetzt nochmal die E-Privacy-Verordnung an und dann mach dir für dich nochmal eine Übersicht, was du bis zu welchem Monat in 2020 fertig haben willst. Denn in 2021, allerspätestens 2022, wird das ganze Ding in Kraft treten. Und umso mehr du jetzt schon fertig hast, umso entspannter kannst du dann den dann noch folgenden Querelen und Änderungswünschen von der einen oder anderen politischen Richtung dann auch nochmal irgendwo Rechnung tragen. Also mach so viel wie möglich jetzt in 2020 schon nied- und nagelfest. Also am besten nochmal beschäftigen. Aber es gibt ja auch positive Entwicklungen. Also es ist ja nicht nur so, dass die Gesetzgebung uns immer nur Steine in den Weg legt und uns das Leben schwer macht. Also eine Entwicklung, die ich sehr positiv finde, ist, die mich auch richtig überrascht hat, weil es ausgerechnet von der deutschen Regierung kam, die sich in der Hinsicht da bisher nicht so besonders hervorgetan hat. Herr Altmaier hat ein Projekt vorgestellt, Gaia X. Gaia X ist die europäische Antwort auf Google Cloud und Co. Also es soll eine europäische Cloud geben, ein europäisches Cloud-System nach europäischen Standards als Gegengewicht zu den bisher eher auf Amerika und amerikanisches Recht ausgerichtete Angebote. Das ist eine positive Entwicklung, finde ich toll. Sie kommt sehr spät, aber besser spät als gar nicht. Endlich kommt sie. Jetzt bin ich gespannt, wie sie umgesetzt wird. Und ich bin gespannt, welche Unternehmen, welche europäischen Unternehmen mit eingebunden werden, welches Know-how mit dabei ist. Ich hoffe wirklich, dass die Politiker einfach die Vorgaben geben und sagen, das und das wollen wir haben. Das und das setzt um. Und sich dann bitte erstmal raushalten, bis das Ganze dann steht und dann nachreguliert wird. Und ich hoffe, dass es wirklich so sein wird, dass Otto Normalverbraucher darauf Zugriff nehmen kann. Also auch kleinere Unternehmen, auch Vereine und auch kleine Selbstständige, Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen, dass wir darauf dann zugreifen können und nicht nur die großen Wirtschaftsgiganten. Und bitte in irgendeiner Weise so finanzierbar, dass wir es uns auch leisten können. Das wäre großartig. Das nächste, was ich mir wirklich wünsche von unserer Politik so in Richtung Digitalisierung, wäre eine Digitalisierung der Verwaltung. Es ist ein Trauerspiel, was immer noch an Papiermassen hin und her geschoben werden müssen, wenn irgendwelche Anfragen von Behörden kommen, wenn irgendwelche Unterlagen bei Behörden eingereicht werden müssen, die dann in der Abteilung A wieder verschwunden sind, sodass man alles für Abteilung B nochmal neu machen muss. Es ist alles so doppelt und dreifach und alles so unnötig in die Länge gezogen, weil immer alles von A nach B nach C hin und her geschickt werden muss. Das sind ja alle Bereiche unseres Lebens. Das ist von Bauunterlagen über Wirtschaftsförderung bis hin zum normalen Elterngeld und Co. Es wird ja immer nur alles von A nach B nach C geschoben. Es wäre schon schön, wenn wir da mehr in Digitalisierung gehen könnten und das dann bitte auch gleich auf eine Art und Weise, die datenschutzkonform ist von Anfang an. Deswegen finde ich diese europäische Cloud sehr sympathisch. Also das ist für mich echt ein Schritt in die richtige Richtung. Ich wünsche mir das Ganze dann auch nochmal in Richtung Betriebssystem, dass wir uns dann auch mal in der Verwaltung vorbildlich mal von Microsoft verabschieden. Vielleicht könnte man ja dann auch mal auf EU-Ebene sich dann mal für, ich sag jetzt mal, eine Expertengruppe erwärmen, sodass eine Expertengruppe entscheidet, wir brauchen folgende Programmierer, dass man sich diese Programmierer dann eben einfach auch mal gönnt und dass es so eine Art Software-Taskforce der EU gibt, sodass wir dann wirklich eigene Betriebssysteme erstellen und eigene Anwendersoftware erstellen, europäische Betriebssysteme und europäische Software.
eigene Standards setzen, sichere Standards setzen, die eben dann auch datenschutzkonform in den Behörden und auch in der Wirtschaft genutzt werden können, ohne dass man immer schon mit anderthalb Beinen im Knast sitzt, weil man auf eine Software angewiesen ist für den Betrieb, ganz normal, die nun mal ihren Ursprung in Amerika hat und damit eben häufig andere Datenschutz, ja, ein anderes Datenschutzverständnis vorliegt, als es in Europa und insbesondere auch in Deutschland der Fall ist. Lass es mich mal so formulieren. Also das wäre sehr schön, wenn wir da in der Richtung ein wenig mehr machen würden. Was ich auch dann gut finden würde, wäre, wenn wir dann auch vielleicht nochmal so in Richtung Digitalisierung der Schule mehr machen könnten und mal ganz zu schweigen so von der Infrastruktur so auf dem Lande, wenn wir da auch mehr machen könnten. Die E-Privacy-Verordnung ist also das, was uns 2020 auch was Tolles beschert, nämlich auch die Beschäftigung der Behörden und die Erkenntnis der Behörden, dass man ja ganz, ganz viel in Hände gegeben hat, die eben nicht europäisch sind und da eben auch eine gewisse Abhängigkeit besteht und dass man da ja eigentlich schon mal was tun müsste. Es gibt hier auch den einen oder anderen Datenschutzbeauftragten, der auch schon mal festgestellt hat, dass Digitalisierung in der Schule ja eine ganz tolle Sache ist, aber dass dann eben auch die verschiedenen Anwenderprogramme von Microsoft beispielsweise gar nicht genutzt werden dürfen. Das ist vielleicht auch eine Kleinigkeit, die dann auch mal Berücksichtigung finden könnte, so bei der einen oder anderen Überlegung unserer Politiker. Das wäre so etwas, was ich mir wünsche. Ja, also die drei großen Trends, Entwicklungen. Nochmal zusammengefasst, Browser und Suchmaschinen beeinflussen immer mehr die Art und Weise, wie wir eben unsere Welt erfahren, wie wir sie erleben. Technik geht immer mehr so in Richtung der Ungeduldigen. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung. Dann Politik reagiert, aber eben mit einer Verzögerung und leider Gottes auch bei den falschen Akzenten, mit falschen Akzenten, zum Großteil mit falschen Akzenten. Also der Druck wird auf die Zwischenebenen verlagert und nicht an die Hersteller und an die Entwickler gegeben, sondern irgendwo an uns, die wir in der Mitte von allen irgendwo stecken. Aber das ist nicht alles. Stoppe jetzt mal so, mal rüber nochmal zu euch. Ich denke, eine weitere Entwicklung ist, dass es mehr Engagement gibt. Es gibt immer mehr Privatbürger, die sich auch engagieren in Richtung Datenschutz und Zugriff auf freien Zugriff auf Daten, Transparenz. Es gibt immer mehr, die sich dafür auch in ihrem Privatleben engagieren und die sich dafür einsetzen. Hut ab, Chapeau an alle, die das intensiv machen, die sich da wirklich für einsetzen. Vielen herzlichen Dank euch allen. Jeder von uns kann einen kleinen Beitrag machen. Also meine Suchmaschinen und meine Browser habe ich euch gerade schon vorgestellt, ist ein klitzekleiner Schritt in diese Richtung. Vielleicht ist das auch was für euch. Ja, das war's mit den Trends, Entwicklungen, Neuigkeiten 2020, die du unbedingt im Auge behalten solltest. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Das sprengt sonst absolut den Rahmen. Ich habe mich jetzt also wirklich auf die drei großen Trends, die drei großen Entwicklungen erstmal nur bezogen. Weitere Entwicklungen, weitere Trends, davon dann mehr ab Januar. Die nächsten, weiß jetzt gar nicht, wann ich das nächste habe, in 2 Wochen müsste wieder das nächste normale, reguläre Netz-Speech vorliegen. Warte, gib mir eine Sekunde. Müssen wir eben auf das Datum schauen. Da wird es auf jeden Fall um eine Anwendersoftware gehen. Und zwar geht es dann um den Vergleich von Vimeo und YouTube. Was du wann davon benutzen kannst, also was für welchen Anwendungszweck am sinnvollsten ist. Und zwar ist das wieder am Montag, so Montag, 6. Januar. Heilige Drei Könige. Montag, 6. Januar, 19.15 Uhr ist dann das nächste Netzsprech und es geht dann um den Schwerpunkt YouTube und Vimeo, die beiden im Vergleich. Was ist wann besser? Wann setzt du was besser ein?
und es geht um Videos im Allgemeinen. Welche Arten von Videos kannst du einsetzen, sowohl für die Selbstständigkeit als auch für deine Gemeinde, als auch für die Darstellung deines Pastorenprofils oder deines Expertenstatus als Selbstständige, als Selbstständiger. Das ist der Schwerpunkt vom 6. Januar. Für heute die großen Trends und Entwicklungen enden wir. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder was gebracht. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen und behältst du das ein oder andere auch schon im Hinterkopf und setzt das mit um im nächsten Jahr. Und ich wünsche dir, dass du in das Jahr 2020, in das nächste Schaltjahr, was wir dann ja auch haben werden, gut hineinkommst, gut rüberrutscht. Ja, feiere so, wie du möchtest, ob mit oder ohne Peng Peng und ohne Feuerwerk oder mit Feuerwerk, mit oder ohne Sekt, wie auch immer du feierst. Mach es dir gemütlich, feiere schön, ob allein oder mit der Familie oder mit Freunden. So wie du magst, so wie du möchtest. Komm gut rein. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Bis dann, bis die Tage. Bye bye. Tschüss.